Am 17. April verabschiedete sich das Rettungsschiff Sea Eye 4 aus seinem Heimathafen Rostock. Ende April soll das Schiff in Spanien ankommen und von dort aus mit neuer Crew zum Einsatz vor der libyschen Küste starten. Im Rostocker Fischereihafen wurde das 1972 gebaute Versorgungszweckschiff über 6 Monate für seinen neuen Einsatz umgebaut. Rund 250 ehrenamtliche Helfer waren daran beteiligt. Die finanziellen Mittel für den Umbau kommen aus einem breiten Unterstützernetzwerk. Sea Eye finanziert sich ausschließlich durch Spendengelder. Der größte Unterstützer ist das Bündnis United for Rescue gewesen, die uns ganz, ganz erheblich unterstützt haben und sich am Ende aber auch wieder aus Spenden finanzieren. Und wir haben mittlerweile ein großes Netzwerk von über 26 Lokalgruppen, die uns unterstützen und ganz viele Menschen eben, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Pünktlich um 11 Uhr verließ die Sea Eye 4 den Fischereihafen. Das Schiff ist bestens für die Rettungseinsätze ausgerüstet. Im Notfall werden über 2 Kräne Boote zu Wasser gelassen. Die Crewmitglieder verteilen Rettungswesten und nehmen Menschen in Not auf. Die Aktionen der Sea Eye-Aktivisten polarisieren in der Öffentlichkeit sehr stark. Gerade im Internet sind sie mit viel Hass konfrontiert. Die Antwort der Seenotretter ist deutlich. Also für mich ist es ganz klar, dass man Menschen nicht ertrinken lassen darf. Das ist ein Gesetz auch schon seit Ewigkeiten für Seemänner gewesen und Seefrauen, dass man Menschen, die in Seenot sind, rettet. Und dass daran gerüttelt wird in den letzten Jahren in Europa, ist unverständlich. Auf der Warnemünder Mole hatten sich Unterstützer zu einer angemeldeten Demonstration eingefunden. Mit Transparenten und Rauchkerzen wurde die Sea Eye 4 verabschiedet. Wir unterstützen das Anliegen der Seenotrettung schon länger. Wir finden es krass, dass Menschen kriminalisiert werden, weil sie andere Menschen retten. Und wir fordern einfach, dass es sichere Fluchtwege gibt, weil es kann nicht sein, dass Menschen auf dem Mittelmeer elendig ertrinken. Und wir kritisieren generell auch die Situation an den europäischen Außengrenzen. Die Rettungsmission Sea Eye wurde 2015 in Regensburg gegründet. Mehr als 15.000 Menschen haben die verschiedenen Schiffe bereits aus Seenot gerettet. Die Hanse- und Universitätsstadt hat sich der Bewegung Sicherer Hafen angeschlossen und entscheidet dieser Tage über eine Patenschaft für die Rettungsmission. Die Hansestadt Greifswald unterstützt Sea Eye schon mit 2.000 € jährlich.